Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Odin war shoppen. Ich habe die beiden jetzt mal, ich habe mir zwei Blu-rays gekauft, habe ich jetzt mal hier drin gemacht, weil die kamen an zwei verschiedenen Tagen. Ich habe mir einmal geholt die Stadiontour 2011, die habe ich mir bei Rebuy geholt, bei Amazon. Kann ich euch nicht empfehlen. Rebuy, Momox oder Medimops, wie die heißen. Wenn ihr da mehrere DVDs, CDs kaufen wollt, bestellt es nicht bei Amazon, weil die nehmen für jeden Artikel 3 Euro Versand. Ich habe da mehrere drin gehabt, habe mir entschieden, nö, segne ein, dass ich pro Artikel 3 Euro bezahle, wenn ich da 3 DVDs bestelle oder 3 Blu-rays bestelle, was alles in ein Paket drin kann, segne ich ein. So. Dann habe ich die neue Weltrekordshow geholt, weil das sind die Bienen, die haben mir noch meiner Sammlung gefehlt. Und als Beweis habe ich mir meine Sammlung mal hergeholt und habe eben beim Herholen schon festgestellt, dass mir ein Fehler unterlaufen ist. Und zwar habe ich gedacht, ich habe irgendwo eine Blu-ray bei, was ich nicht habe. Ich habe eigentlich alles nur DVDs. Steht auch überall DVD dran. Und ich war der Meinung, bei der blauen hier, Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch, hatte ich eine Blu-ray bestellt. Da alles DVDs. Ich finde die Papphullen auch schön, die Doppel-DVDs. So. Und zwar, ich fange mal unten an. Kam erst die erste Show. Ja, Männer sind Schweine, Frauen aber auch. Danach kam die zweite Show. Männer sind primitiv, aber glücklich. Dann kam live im Olympiastadion, also praktisch die Weltrekordshow Nummer 1, wo das nach Wetten, das war, okay. Dann kam Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch. Und die ist von... Genau, Aufzeichnungszeit, O2 World Berlin am 4. und 5. Mai 2010. Dann kam die die Stadiontour 2011, und die wurde aufgezeichnet am 16.07.2011. Dann kam die Show, 29. und 30. Mai 2013, ist aber auch lange her, bis da wieder 3 Jahre. Und da kam dann, Männer sind schuld, sagen die Frauen. Und danach kam jetzt die Weltrekordshow, die ist auch braun, ist auch mit dem gleichen, ist auch Männer sind schuld, sagen die Frauen. Aber die neue Weltrekordshow, die hat mir halt, wie gesagt, neu gefehlt, und die wurde aufgezeichnet. 1080p, 50 FPS, DTS, Master Audio, 300 Minuten. Ja, wann? Wo steht denn hier wann? Bam. Aufzeichnung im Olympiastadion. 7. und 8. Juni 2014. 13, 14, ja, 15, 16, das sind auch wieder eine Weile her. Jetzt muss ich mal gucken, wann wurde die blaue gemacht hier. Aufzeichnung, Oktober, 4. und 5. Mai 2010. Also da muss ich auf jeden Fall mal bei Amazon gucken, in meiner Bestellhistory bei 2010, was ich da bestellt habe. Ich habe eigentlich eine Blu-ray bestellt. Naja, egal. Auch die letzte hatte ich doch eigentlich auch gemeint, als Blu-ray zu bestellen. Naja, egal. Jetzt habe ich meine Sammlung erstmal komplett durch den Support von Mario Barth. Ich habe ja eine Fananfrage gestellt. Weiß ich, dass im Herbst diesen Jahres die neue DVD kommt. Also mit dem neuen Bühnenprogramm. Männer sind bekloppt, aber sexy. Glaube ich. Ich kann mir keinen Namen merken. Aber ich glaube, die, so hieß die. Und die kommt jetzt im Herbst. Und jetzt habe ich um 2 Blu-rays praktisch meine Sammlung erweitert.
braucht man im Prinzip nicht. Man braucht die Weltrekordshow nicht, man braucht die andere Show auch nicht, also die Stadiontour, weil man, das sind Programme, die sind jetzt hier bei den vier Originalprogrammen ja schon mit bei. Mir geht es nur darum, dass ich es komplett habe. Und mit meiner Freundin gucken wir abends mal Comedy. Also ich und meine Freundin gucken abends mal Comedy. Was haben wir jetzt letztens geguckt? Ach Mensch, der Hundeflüsterer, wie heißt der hier? Aber mit M und R. Vorname M, Nachname R. Ich kann mir keine Namen merken. Ach, Rütter. Martin Rütter, siehste. So, den haben wir als letztens geguckt und Olaf Schubert. Jetzt gucken wir natürlich die beiden Mario Barth noch. Die anderen haben wir schon alle nach und nach mal wieder geguckt. Ich gucke die auch immer wieder gerne, muss ich sagen. Ich habe jede DVD, bestimmt 10-mal mindestens geguckt. Mindestens. Plus Bonusmaterial. Und ich empfehle euch, wenn ihr DVD holt, holt die mit Bonusmaterial. Da ist genauso viel lustige Zeug drauf wie die Bühnenshow. Ihr lacht euch weg. Ja, also ich finde es richtig, richtig geil. So, das war's jetzt auch. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.